Herzlich willkommen in Köln. Mein Name ist Dr. Ute Fendel, ich bin zertifizierte Gästeführer und wir befinden uns hier in einem meiner Lieblingsorte, der Brücke. Sie befindet sich an der Hahnenstraße, die man früher auch scherzhaft Ripphahnenstraße nannte, denn sie ist genauso wie dieses Gebäude hier vom Architekten Wilhelm Ripphahn gebaut worden. Ripphahn war für den Wiederaufbau Kölns ein ganz wichtiger Mensch. Von ihm stammen zum Beispiel auch die Pläne der Oper. Wo wir jetzt die Ausstellung von Toni Gard bewundern können, die übrigens noch bis zum 12. Juli zu besichtigen ist, da befand sich einst ein Zeitungssaal, nämlich nach dem Kriege diente dieses Bauwerk hier dem British Council. Hier wurden von Anfang an internationale Kulturdarbietungen organisiert und deswegen ist es umso bedeutsamer, dass wir hier jetzt wieder eine Kulturinstitution haben, den Kölnischen Kunstverein, der aus dem Kulturleben Kölns nicht wegzudenken ist. Seit gut 180 Jahren wird mit viel Engagement zeitgenössische Kunst gezeigt und es werden Maßstäbe gesetzt. Gleiches gilt übrigens auch für das Programm des Filmclubs 813. Ins Kino gehen dürfen wir leider noch nicht, aber das kommt wieder. Und bald werden wohl auch wieder Führungen möglich sein. Dann hoffen wir, Sie zahlreich wieder hier in Köln begrüßen zu dürfen und unsere Stadt zeigen zu können. Bis dahin, schön zusammen.